Hey, ich suche nach Detective Mackie. Mackie? Noch nie gehört. Ein älterer Herr mit Schnurrbart? Du bist im falschen Revier. Oder jemand hat sich einen Spaß erlaubt. Ja, jemand hat sich einen Spaß erlaubt. Detective Mackie, oder sollte ich lieber Walter Hardy sagen? Hey, verurteil mich nicht. Ich tat, was ich tun musste. Ihre Tochter hält sie für tot, verstehen Sie? Und das sollte sie auch weiterhin tun. Um ihretwillen, okay? Okay? Sie haben mich reingelegt. Warum sollte ich noch was für Sie tun? Weil du ein guter Mensch bist. Kümmere dich um ein kleines Mädchen. Ich bin so naiv. Ich sollte lernen, so herzlos und zynisch wie alle anderen zu sein. Captain Yuri Watanabe. Lagebericht. Felicia Hardy, alias Black Cat, wird vermisst und ist vermutlich tot. Gemeinsam mit Magier Don Hammerhead wollte sie die anderen Magier-Familien erpressen. Doch Hardy betrog Hammerhead. Der wiederum schlug mit gestohlenen Sable-Waffen zurück. Brutal. Hardy und das Erpressungsmaterial wurden Opfer seines Angriffs. Jetzt will Hammerhead Blut sehen. Erpressung ist keine Option mehr, also zieht er in den Krieg und hofft, die anderen Magiadons zu eliminieren. Dafür hat er sich weitere schwere Waffen angeeignet, die Sable beim Abzug zurückgelassen hat. Wir haben so viel Sable-Ausrüstung wie möglich beschlagnahmt, aber vielleicht nicht genug. Es tobt ein Bandenkrieg und New York steckt mittendrin. Aber vielleicht haben wir jetzt Glück. Die Magier hat Hammerhead im alten Harlem-Sanatorium festgenagelt. Wenn wir seine Männer ablenken, könnte sich ein kleines Team ins Gebäude schleichen und ihn lebend da rausholen. Wir haben nur einen Versuch. Den müssen wir nutzen. Es wird ungemütlich. Bereit, wenn du es bist. Verstanden. Dann werde ich sie mal ablenken. Bereit, meine Herren? Spidey, guck mal. Cool. Das ist gegen die Regeln, Lieutenant. Tut mir leid, Captain. Geschenk von meinem Kleinen. Man hat ja nicht jeden Tag mit ihm zu tun, ja? Ich lasse es durchgehen. Diesmal. Und jetzt zurück auf Position. Ja, Ma'am. Dann mal los. Das ist die Spinne! Habt ihr in die Kunst des Krieges was über Irreführung gelesen? Nein? Gut. Ein Magier-Bürgerkrieg. Hammerheads Männer gegen all die anderen Familien. Und ich stecke mittendrin. Na ja, klar. Holt ihn da runter! Und... Ich muss die Aufmerksamkeit der Typen auf mich ziehen, während Yuri und ihr Team versuchen, Hammerhead zu schnappen. Alle Dons sollten so ähnlich wie Hammerhead heißen. Mal sehen. Wie wär's mit Elch? Das ist ein majestätisches Tier. Oder Stachelrochen, um beim Meeresthema zu bleiben? Hey, ich mach hier Brainstorming. Kann ihn jemand sehen? Vergesst Hammerheads Leute! Und alle auf die Spinne! Hammerheads Leute gegen den Rest der Magier. Das ist wie eine Party, auf der man alle hasst. Du hast dich mit den Falschen angelegt. Mann, verletzt! Auf die Fresse, Luke! Vergesst Hammerheads Leute! Alle auf die Spinne! Hammerheads Leute gegen den Rest der Magier. Das ist wie eine Party, auf der man alle hasst. Das hier ist Magier-Sinn. Mann, getroffen! Was zum Teufel? Was ist das denn? Ich hab wieder weg.
ist gut. Einander ein. Ich überwache das Ganze nur. Hat er so viele erlebt? Mehr Magierschläger, mehr Hammerhead-Schläger, mehr Zerstörung öffentlichen Eigentums. Beide Seiten sind nicht gerade unterbesetzt, was? Wir machen töten ihn! Juri, alles klar bei dir? Eliminierung bestätigt? Bestätigt. Und weiter. Bewegung, Bewegung! Ja, alles klar. Kämpf mit dem. Hey, ich halte das ewig durch, Jungs. Muss aber auch nicht sein. Wo ist er? Die Magia ist zu groß für dich. Und auf, Jungs! Hol dich da runter! Das ist nicht deine Liga, Penner! An der Windschutzscheibe! Die Insektenwitze werden echt alt. Weißt du, dass ihr ihre Schilde geborgt habt? Ein paar mehr davon und er ist erledigt! Nimm das! Aufpassen! Was ist das denn? Also... Ich kenne ja einen mit einem cooleren Schild. Halt dich aus unseren Geschäften raus! Achtung vor dem Roboter! Das war ungefähr so hart wie erwartet. Mal hören, was Juri macht. Hey Juri, draußen ist alles klar. Wie geht's deinem Team? Ah, schlechter Empfang. Sie muss wohl im Keller sein oder so. Ich muss ihr hinterher. Oh, toll. Schön gruselig. Hier spukt es bestimmt nicht. Ich weiß, Juri kommt schon zurecht. Aber irgendwas stimmt da drin nicht. Ich muss ihr hinterher. Hoffentlich gibt's hier keine Klogeister. Das wäre mir jetzt echt zu viel. Vermutlich wird nicht jedes Sanatorium von den Geistern gequälter Patienten aufgesucht, aber diese Tür wohl mit Sicherheit. Hey Juri, hörst du mich? Na, ein Versuch war's wert. Hätte jetzt beim Spiel sein können. Glauben, sie könnten einfach so in Magia-Gebiet kommen. Aber das geht nicht. Das ist unsere Stadt. Ah.
Sieht nach Hammerheads Operationsbasis aus, aber kein Hammerhead. Und keine Yuri. Sie haben um Bezirke gespielt. Darum, wer die Kontrolle bekommt, wenn der Rest der Magier raus ist. Na, viel Glück. New Yorker werden gerne herumkommandiert. Die anderen Magier-Dons, sehr subtil. Yuri! Das klang nicht gut. Ich muss zu ihr, schnell! Auch eine Abkürzung. Wo kamen die denn her? Wen kümmert's? Überall Cops. Und die Spinne ist auch hier. Wir schalten sie aus. Wir schalten alle aus. Weißt du, was in dem Raum ist? Glaubst du, ich... Ich sollte diesen Kerl aus dem Weg räumen. Im Ernst? Oh ja. Und? Hammerhead riss ihm fast das Ohr ab. Mit allem, was dran hängt. Oh, ja. Jetzt! Oh. Was? Jetzt traf ich dich, Spider-Man! Wachsam bleiben! Spider-Man ist hier! Da! Spider-Man ist hier! Das waren alle. So, was sollten Hammerheads Schläger hier für ihn bewachen? Sable-Technologie. Aber was ist das andere Zeug? Und wie hat Hammerhead es in die Flossen gekriegt? Ganz schön viel Zeug zum Livestreamen. Von Screwball gibt's dafür sofort einen Daumen runter. Das ist neu. Wirkt zu professionell für ein Hammerhead-Produkt. Überwachungsvideos. Yuri muss da doch auch drauf sein. Ich muss sofort da rein. Sie haben das Sicherheitssystem umfunktioniert. Na los, Yuri. Also ich hab ja Manieren. Wenn es klopft, sage ich herein. Nein. Aber ihr musstet euch reinschleichen. Das ist das Problem mit euch neuen Korps. Kein Respekt. Feigling! Klar, früher mal. Da hatten wir ihren Respekt. Ihr schlugt zu, wir schlugen zurück. Zeigten euch euren Platz. Lehrten euch das Fürchten. Aber jetzt... Jetzt glaubt ihr, eine steife Brise wirft uns auf! Die Furcht muss zurückkehren. Hinter den Kopf! Eher nicht. Captain, es tut mir leid. Na los, sofort! Da ist sie. Da ist die Furcht. Na los, Captain, tun Sie's! Yuri!
Yuri, wo bist du? Yuri, bist du wirklich okay? Ja, ich muss nur mal kurz durchatmen. Lass mich helfen. Ich suche Hammerhead, finde heraus, was er plant. Du brauchst Zeit für dich. Das wäre gut. Ich muss den Familien meiner Leute sagen, was passiert ist. Aber halt mich nicht daraus. Wenn du was rausfindest, sag's mir. Versprochen. Wir stoppen den Kerl Yuri. Nein, nicht stoppen. Wir nageln ihn an die Wand. Hammerhead hat's jetzt persönlich gemacht. Ich kann das nicht weiter zulassen. Seine Männer hängen angeblich in der Bar ohne Namen rum. Ich werde dort mit der Jagd beginnen. Ein neuer Tag und wieder wurde wertvolle New Yorker Architektur zerstört. Und wieder von Spider-Man, dem Netzwunder. War das Harlem-Sanatorium in einem guten Zustand? Nein! Haben die Ärzte dort früher schreckliche Verbrechen an ihren Patienten begangen? Vermutlich! Bedeutet das, dass sich selbsternannte Retter einfach durch ein Stück unserer Geschichte schwingen dürfen? Ich glaube nicht! Es ist unsere Pflicht, nein, unsere Verantwortung, auch diese Monumente der Vergangenheit zu erhalten. Denn auch das ist unser Amerika. Wie ich neulich schon meiner Ärztin sagte, als ich mich beruhigen sollte. Nein! Und aus gutem Grund. Ich bin sicher, dass die Polizei jede Streiterei im Sanatorium beendet hätte, ohne dass die zerstörerische Kraft der wahnsinnigen Waffen dieser Spinne nötig gewesen wäre. Was sagen Sie, New York? Passwort ist los, lass mich rein, du Idiot! Ah, sehr schön. Hab mir Mühe gegeben. Die Bar ohne Namen. Stammkneipe von New Yorks berüchtigsten Kriminellen. Letztes Mal, als ich dort war, dauerte der Kampf hier fast das ganze Labor Day-Wochenende. Aber jetzt habe ich dich, mein tapferer kleiner Freund. Hey MJ, hier ist Pete. Ja, ich habe deine Nummer gespeichert, Pete. Ich weiß also, dass du es bist. Klar, natürlich. Hör zu, ich weiß, dass du was über Magier-Tarngeschäfte schreibst. Ich hab da was für dich. Echt? Ich kenne den Standort von 4 Hammerhead-Geschäften und ich wette um echtes Geld, dass die nicht sauber sind. Ich hab kein Geld zum Wetten, aber das klingt ziemlich sicher. Ich schau mir das gleich mal an. Warum lässt du mich das nicht machen? Ich informiere dich dann. Das wäre toll. Ich hab eine Deadline. Dann bis bald. An alle Einheiten. Die Officer beim Hammerhead-Zeugentransfer brauchen Verstärkung. Bitte melden. Ein Zeuge, der sich traut, gegen Hammerhead auszusagen? Ich sollte lieber auf ihn aufpassen. Wir brauchen doch keine Verstärkung. Ich denke doch. Die paar Blocks werden wir ja wohl mit ihm schaffen. Hast du gesehen, was da draußen los ist? Ich traue niemandem. Sie fahren los. Ich bleib hinter ihnen, falls jemand ohne Einladung aufkreuzt. Weil Aberglaube lächerlich ist. Wir werden sehen. Alles ruhig. Vielleicht zu ruhig. Mann, ich wünschte, jemand hätte mich das sagen hören.
Hammerhead-Schläger. Immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich muss diesen Zeugen schützen. Der Zeuge bleibt heute bei den Cops, Leute. Es gibt nichts zu sehen. Fahren Sie weiter. Das hätte schief gehen können. Ich sollte nach weiteren Hammerhead-Leuten in der Stadt Ausschau halten. Es muss ein Maulwurf in der Spider-Man, wie läuft die Jagd? Gut. Ich weiß, wo die Dons sein könnten. Wie geht's dir? Müde. Ich bin gerade mit den Anrufen durch. Es war hart. Gut. Aber hart. Ich erledige das, Yuri. Keine Sorge. Okay, auf zum Auerbach-Theater. Donzitter. Dann mal los! MJ, ich bin bei Hammerheads Lager an der Upper East Side. Ich glaube nicht, dass er hier Sachen für seinen Online-Shop lagert. Viele Typen, die unauffällig herumwandern? Ja, hier ist alles dicht. Nicht mehr lange. Ich nehme alles, was du findest. Halt mich auf dem Laufenden. Hört sich gut an. Dieses Sable-Zeug macht mich noch fertig. Ich fühle mich bei den Pausen verarscht. Ich wollte mindestens eine Stunde, aber ich krieg nur 15 Minuten. Das kenne ich. Die nutzen uns richtig aus. Hier soll's ja was geben, das Ende fängt. Probier das mal aus. Ist das denn ernst? Wenn der Boss rausfindet, dass du auf den Weg gehst, bist du tot. Ich riskiere es trotzdem. Und mit diesem Zeug kann einen doch nichts mehr aufhalten. Klar, da bin ich schon echt gespannt. Hast du das Passwort für das Ding? Mir fällt's ums Verrecken nicht ein. Polo arbeitet dran. Glaube ich. Okay. Wo ist Polo? Er macht gerade eine Pause. Keine Ahnung, wo er hin ist. Soll das ein Witz sein? Ich brauch das. Was? Ich sehe Spider-Man! Das Zeug sortieren wir später! Tötet erst die Spinne! Und ich dachte, ihr verpackt in diesem Lager Hammerhead selbstgemachte Basteleien! Glaubt, diese Schutzausrüstung passt über eure Anzüge? Ich werde dich zermalmen! Über uns! Pete, ich mach gerade Pause. Also, was soll das? Gehegelte Spidey-Gruppen mit großen...
aus Versandkartons? Wenn du die online irgendwo siehst, werde ich garantiert eine kaufen. Aber das hier ist Hammerhead Zwischenlager für Sable-Technologie. Sables Server stehen auch hier. Ich melde mich bald wieder. Okay, die Sable-Technologie hier wird Hammerhead schon mal nicht gegen mich einsetzen. Hier stehen tonnenweise Sable-Server. Hoffentlich hat Hammerhead sie noch nicht geknackt. Dann mal einsammeln. Hey MJ, ich bin hier fertig. Was hast du für mich? Ich habe Papiere, die Hammerhead mit diesem Laden in Verbindung bringen. Und es gibt noch etwas, eine verschlüsselte Datei. Wirkte wichtig, ich habe sie kopiert. Ich schick dir alles. Das ist unglaublich. Danke. Mal sehen, ob ich die Datei knacken kann. Kollision gemeldet. Vermutlich Magia-Beteiligung. Hey Peter, hast du kurz Zeit? Was machst du gerade? Ach, weißt du, das Übliche. Spinnen, Mannen. Was gibt's? Ich wollte mich nochmal für die erste Stunde bedanken. Ich meine, ich dachte mir schon, dass wir was machen, aber jetzt weiß ich irgendwie so viel. Es ist echt Wahnsinn. Wenn niemand auf einen schießt, ist es tatsächlich ziemlich cool. Und wann machen wir weiter? Oh, ich weiß nicht, Miles. Ich hab so... Pass auf, ich mach meine Hausaufgaben immer gleich. Und ich helfe auch viel im Haushalt. Und ich hab keinen Trottel mehr beim Basketball verarscht. Ich schwör's. Das ist ganz toll, Miles. Du machst das alles echt gut. Ich sag dir Bescheid, wenn ich Zeit habe, okay? Okay, ja, klasse. Danke, Peter. Ich habe ein Monster erschaffen. Ein Monster des Übereifers. Die Dons müssen drin sein. Es wirkt sicher. Super sicher. Klasse. So oder so. Das ist nicht deine Liga, Penner. Wozu braucht Sable diese Grab-Hebel-Dinger? Puh, ich brauche einen besseren Namen dafür. Wie macht ihr das? Du bist ein toter Mann! Tja, wärt ihr zu Hause geblieben, müsstet ihr nicht so viel fürs Popcorn bezahlen. Mir gefallen die Chancen nicht mehr. Ernsthaft? Der Film soll auf der Glotze viel besser rüberkommen. Was zum Mist? Aufgepackt! Zeit zu sterben, Held! In Deckung! Über uns! Noch mehr von denen oben auf dem Dach? Wir haben das Haus mit Bomben gespickt. Bisschen viel, oder? Ich muss Hammerheads Leute und die Bomben ausschalten. Gilt eure Kleiderordnung auch freitags? Das sieht alles so unbequem aus. Versucht's mal mit Elastan.
Eine Bombe weg, noch eine da. Die Bomben haben einen Timer. Schnell, und jetzt sind wir auf dem anderen Dach. Natürlich. Mehr Sprengsätze. Ich muss mich beeilen. Nicht dauernd zu verlieren? Ich meine ja nur, das schlägt doch auf die Moral. Das war's mit dir. Eine weniger. Und zwei. Die Menge hält den Atem an. Und ja, Leute, es ist ein Hattrick. Und die Menge raus. Okay, die Dons sollten jetzt sicher sein. Ich sollte mal da rein und nach ihnen sehen. Hoffentlich sind die Dons okay und bereit für ein neues Versteck. Leute, reden wir über Sicherheitsvorkehrungen. Okay, das liegt an den Grabpanzerdingern. Eindeutig. Mist, das lief gar nicht gut. Yuri, er ist entkommen. Mit den Dons. Was? Ist das dein Ernst? Die geklaute Sable-Technologie. Sie hatte mehr in petto, als ich dachte. Du hast gesagt, du erledigst das. Du hast gesagt, du kriegst das hin. Hab ich, ja. Und ich hab's versaut. Tut mir leid. Oh, es reicht jetzt. Keine Auszeit mehr. Ich mach das jetzt. Ich melde mich, wenn es einen Plan gibt. Mist. Ganz toll, Pete. Ganz toll. Hey, Peter. Hast du noch Stress? Ein bisschen, Miles. Wieso, was gibt's? Es ist nur, naja, ich möchte unbedingt wieder da raus. Trainieren, mehr Spidey-Fähigkeiten lernen. Ja, tut mir leid. Es war echt ziemlich... Ich weiß, du hast viel zu tun. Also dachte ich, warum begleite ich dich nicht? Mich begleiten? Wohin? Ja, weißt du, also auf deine Mission oder Jobs oder Patrouillen oder was auch immer. Schurken erledigen, das Böse stoppen, naja... Das halt, Superhelden-Sachen. Ich glaube, das wäre noch zu früh, Mais. Aber ich weiß dein Angebot zu schätzen. Wieso? Tja, es ist nicht wie im Film, weißt du? Man kann sich schwer verletzen. Da draußen laufen gerade ziemlich üble Typen rum. Aber ich muss doch lernen. Ich weiß. Wir treffen uns bald mal, okay? Versprochen. Okay. Danke, Mann. Ah, da fühlt man sich uralt. Yuri, gutes Timing. Nein, hier! Hammerhead hat dich weggelockt. Er hat uns reingelegt. Yuri! Komm her! Schnell! Nein, nein! Mach die Ersthelfer und die Notaufnahme bereit. Sagt ihnen, was kommt. Sagt ihnen, wir bringen. Das war alles geplant, um mich von Hammerheads wahrem Ziel wegzulocken. Ich muss zu Yuri. Yeah.
Tut mir so leid, Yuri, ich hätte hier sein sollen. Er wusste genau, was er wollte. Alles, was mit Projekt Olympus beschriftet war. Und weißt du, was das ist? Nein, aber er hat es jetzt. Und wir kriegen ihn. Ich weiß. Wo willst du hin? Jemanden das Fürchten lehren. Wow, 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 wow. Durchatmen. Vector oder ich verhafte dich. Yuri, wir müssen zusammenarbeiten. Du musst mir nur aus dem Weg gehen. Das wird kein gutes Ende nehmen. Unfassbar, wie übel ich das verbockt habe. Wie Yuri geguckt hat. Ich muss Hammerhead vor ihr finden. Aber wie? Ich habe keine Hinweise. Vielleicht ein Schlüsselwortcheck auf dem Band. Vielleicht wird Hammerhead erwähnt. Oder die Magier.